Damit hallo. Herzlich willkommen zurück und sorry Leute, wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Ich bin gerade seit ein paar Minuten, seit ungefähr einer Viertelstunde, schon durch die Welt gereist und mir ist jetzt gerade eben erst aufgefallen, dass ich nicht aufgenommen habe. Ich habe nicht aufgenommen. Egal, ich gehe gleich mal zurück zum... Nach New Zorbrickel, da hat, glaube ich, die letzte Folge geendet. Und ich bin gerade auf der Einsiedlerinsel. Ich laufe mal kurz genau den Weg ab, den ich gerade eben erledigt habe. Gerade eben. Es gibt nämlich einen Grund, warum ich hier auf der Einsiedlerinsel bin. Wegen diesem Haus da. Das habe ich gerade eben beim Erkunden gefunden. Mann, ich bin so blöd. Ich habe einfach vergessen, die Aufnahme zu starten. Ich bin nämlich wegen diesem Ding hier. Der hohe Tempel von Ba. Während ich mich den Toren näher, steigert die Temperatur. Dieser Ort ist eher ein Versteck als ein Tempel. Hier drin war ich noch gar Wo nicht. sind wir? Ich habe vor einer Sekunde gemerkt, dass ich nicht aufgenommen habe. Und ich stand genau in diesem einen Raum. Hier werde ich mir mal ein Leuchtfeuer setzen. Weil hierher setzen. Das könnte ich dann überschreiben. Sweetwater war vielleicht. Ich glaube, ich werde Sweetwater überschreiben. Oder alverseuchte Gewässer. Da muss ich, glaube ich, auch nicht mehr hin. Ich überschreibe das alverseuchte Gewässer. So. Jetzt gehe ich mal zurück nach New Zorbrickel. So, hier habe ich die letzte Folge beendet. Hier, so ziemlich genau hier. Und dann werde ich jetzt einfach mal so tun, als hätte ich. Als wären, tun wir so, als wäre ich gerade eben gar nicht in dieser Einsiedlerinsel und in diesem Dungeon gewesen. Ich mache jetzt alles ganz genau so, als hätte ich von Anfang an aufgenommen. Also, Erinnerungen der letzten, auch von mir, die Erinnerungen der letzten 20 Minuten löschen, die Erinnerungen eurer letzten 2 Minuten löschen und dann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic 6. So, wir haben in New Zorbrickel aufgehört und ich habe mir überlegt, eines von zwei Dingen zu machen. Entweder nach Drachensand zu gehen und die Drachen zu besiegen, oder ich könnte nach Burg Ironfist gehen und dort meine Quest abgeben. Denn ich habe herausgefunden, dass der Typ, der im Rat sitzt, eigentlich ein Verräter ist. Wisst ihr, was ich zuerst mache? Ich gehe zuerst nach Drachensand. Und tu mal so, als ob ich mich mit den Drachen anlegen könnte. Ich probiere es einmal. Okay, ich würde sagen, speichern. Zack. Weil ich habe ja. Den Finger des Todes. 5%ige Chance pro Fertigkeitspunkt in Schattenmagie. Und Solasar hat 16 Punkte in Schattenmagie. Das heißt, 16 mal 5% sind 80%, einen Gegner sofort zu töten. Ich bin mir nicht so sicher. Ich werde es jetzt ein, zwei Mal probieren. Wenn das nicht klappt, dann hau ich ab. Mein Gott, hauen die rein. Einmal probiere ich es jetzt. Ich habe das Gefühl, entweder sind die goldenen Drachen einfach nur. Schaut mal, wie schnell die uns umhauen. Entweder sind die immun oder die 80% sind in Wirklichkeit keine 80%. Schaut, es kann nicht sein. Ich glaube einfach nicht, dass der so häufig daneben geht. Das sollen 80% sein. Das glaube ich nämlich nicht. Und wieso greifen die eigentlich nur Melody und Anton an? Seht ihr, ich glaube das einfach nicht. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Deswegen werde ich Drachensand ein bisschen nach hinten rausschieben und ich würde sagen, ich gehe einfach mal Brauchst du ein Pferd? nach Was für Burg die Pferde? Ironfist. Ich gehe nach Burg Ironfist und kümmere mich dort darum, die Quest abzugeben. Denn wir haben jetzt herausgefunden, dass das letzte Ratsmitglied ein Verräter ist. Das bedeutet, hier rein. Meister Nikolai Ironfist, Prinz und Erbe des Throns von Enroth. Genau. Wir haben
Zack, Dienst an der Krone. Ich kann dir nicht genug danken, dass du den Verräter gefasst hast. Er würde jetzt eigentlich sagen, was, er ist ein Verräter? Oh mein Gott. Geh zurück zum Rat, berichte ihn und lass ihn rausschmeißen. Das habe ich aber vorher schon gemacht. Es obliegt mir, deine Dienste königlich, unterwegs obliegt es mir, dir für deine Dienste die königliche Yacht kostenlos zur Verfügung zu stellen. Sei dir meiner Dankbarkeit bewusst. Das bedeutet, der Typ war ein Verräter und das müssen wir mal dem Orakel von Freehaven berichten. Da er jetzt gesagt hat, dass ich seine Yacht kostenlos benutzen darf, das ist wahrscheinlich die da hinten. Die Queen Catherine. Deswegen hat er mir wahrscheinlich die ganze Zeit gesagt, okay, komm an einem anderen Tag wieder. Willkommen an Bord. 21 Tage bis zur Einsiedlerinsel. Reise kostet 0 Gold. Nein, danke. Einsiedlerinsel habe ich jetzt schon einen Leuchtfeuerpunkt. Ich gehe erstmal nach Freehaven, um dem. Hier sind immer noch alle tot. Um dem Hohen Rat zu erzählen, was eigentlich so passiert ist. Ja, hier liegen die immer noch alle tot. Ja, ich musste leider meinen Ruf ein bisschen runterbringen. Tut mir leid. Okay, hier wären wir beim Rat. Normalerweise würde hier ja dieser Typ sitzen. Ich habe den vorhin angeklickt und dann hat er gesagt, du hast mich auffliegen lassen. Das wird ein Nachspiel haben. Dann ist er verschwunden und jetzt ist anstatt seines Icons ist jetzt hier betrete Orakel von Enroth. Und jetzt tue ich mal wieder so, als wäre ich das erste Mal da unten. Was? Betrete Orakel von Enroth? Wo zum Teufel bin ich denn hier? Okay, drücken wir mal. Energie aus, Status, alle Systeme runtergefahren. Energie ein, Status, alle Systeme was? Ah, jetzt habe ich das Licht angeschalten. Den, den. Moment mal, ich sollte vielleicht mal gucken, ob hier Gegner sind. Magisches Auge. Ist so cool, wie das Licht hier angeht. So, was haben wir hier? Hier geht ein Weg nach unten. Hier kann man also den Weg an hier auf und zu machen. Jetzt schaue ich mich erstmal in den Seitengängen und da hinten ist nämlich schon was. Und dann habe ich herausgefunden, vorhin, dass es hier vier Gänge gibt. Mit jeweils einem Podest, gedacht für jeweils diese Speicherkristalle. Ich habe meine zwei Speicherkristalle, habe ich da reingesetzt. Ich hatte zwei Stück. Und was steht da verlassen? Was? Speichermodul wiederhergestellt. Genau. Es gibt hier jeweils vier Gänge. Das bedeutet, es gibt wahrscheinlich auch vier Speicherkristalle. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal den Gang hier entlang gehe, dann wird mir auffallen, dass hier zum Beispiel Speichermodul einstecken, um Melian zu aktivieren. Dass es hier noch zwei Podeste gibt, die ich demnach noch nicht aktivieren kann. Jetzt gehe ich aber erstmal nach da unten. Also das sind diese vier Seitengänge, die da rausgehen. Jetzt gehe ich erstmal da runter. Das Orakel. Ich habe dich schon erwartet. Der Kristall von Terax. Da ich den Kristall von Terax dabei hatte, ich weiß nicht mehr genau, wo ich den her hatte, sagt er mir jetzt, wo die vier Speicherkristalle sind. Einsiedlerinsel, Kriegsbeier, Darkmoor und Alamos. Den aus Alamos habe ich. Den aus Burg Kriegsbeier habe ich auch. Jetzt ist in Burg Darkmoor noch einer, der ist allerdings noch ein bisschen hart. Ich dachte, da warte ich lieber mal ab. Und auf der Einsiedlerinsel ist einer. Und er sagt mir, alle Speicherkristalle soll ich oben in die Module legen, dann wird das Orakel aktiviert. So. Und dann bin ich nach Einsiedlerinsel gegangen. Da bin ich mit Drachensand aus nach Westen gegangen. Da bin ich nach Einsiedlerinsel gegangen. Habe mich auf der Einsiedlerinsel ein bisschen umgeguckt. Nichts wie weg. Nichts weg. Und habe dann diesen Dungeon hier gefunden. Hier unten in der Ecke. Und
Ich habe da drin schon dieses Brummen gehört, dieses Brrrr. Das bedeutet da drinnen. Was ist denn das hier eigentlich? Das bedeutet da drinnen. Oh, hallo. Da drinnen ist ein Speicherkristall. Moment mal, ich komme hier gar nicht mehr raus. Ihr wisst ja was, ich glaube, das lade ich einfach neu. Sonst komme ich da zu schwer wieder raus. Ich gucke mich mal schnell im Rest von der Festung noch, im Rest von der Insel noch um. Ja, wie gesagt, jetzt sind wir wieder auf dem aktuellsten Stand. Das ist genau das, was ich vorhin gemacht habe. Ich weiß nicht warum, ich habe einfach vergessen auf Aufnahme starten zu drücken. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht trinke ich zu wenig, vielleicht trinke ich zu viel, vielleicht werde ich alt, vielleicht bin ich vergesslich, ich habe keine Ahnung. Ich war aber so in Vorfreude, weil ich wusste, dass jetzt Drachensand und das Orakel kommt. Und dann habe ich einfach angefangen, ohne hier... Ihr wisst schon. Naja, das war das, was ich vorhin gemacht habe. Und jetzt sind wir wieder auf dem aktuellsten Stand. Das bedeutet, ich muss diese Speicherkristalle finden. Und in diesem Tempel von Baar ist einer. Ist hier sonst noch irgendwas außer Titane, die ich in meinem Leben nicht bekämpfen will? Weil was mich nach wie vor wundert, ich müsste eine 80%ige Chance haben, um Gegner mit dem Finger des Todes zu töten, aber entweder sind alle immun dagegen oder das sind gar keine 80%. Es könnte natürlich sein, ja, ein Schuss und direkt was kaputt. Es könnte natürlich sein, dass repariert die Titanen zum Beispiel immun sind. Repariert dagegen, das weiß ich nicht. Aber ich probiere es jetzt noch einmal, wenn ich schon hier bin. Es klappt einfach nicht. Also ich bin mir da nach wie vor noch nicht so ganz sicher. Jetzt erkunde ich erstmal noch die Ecke da links oben. Und dann schauen wir mal, dass ich in den Dungeon gehe. Genau, hier ist nichts mehr. Ja, in Drachensand werde ich mich noch ein bisschen mit den Drachen rumprügeln, weil mir wurde schon gesagt, ich habe ja da das letzte Mal ein Artefakt rausgezogen und es kann schon häufiger passieren, dass man Artefakte aus den Drachen rauszieht. Ja, den Obelisken lese ich mal kurz. Muss mal lesen, habe ich nicht bald alle von denen. Notizen. 1, 2, 3, 4, 5, ja 6, 7 fehlt mir zum Beispiel noch. Wenn es 15 insgesamt gibt, dann fehlt mir nur noch 6 und 7. Dann kann ich da vielleicht mal irgendeinen Sinn rauslesen. Aus diesen Nachrichten. Uah, uah, uah. Ja, mit euch lege ich mich nicht an. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, rein in den neuen Tempel von Baar. Der heißt nicht Oberster, oder? Weil Oberster Tempel von Baar hieß der in Kriegsbayer, glaube ich, auch schon. Da ist es also. Der letzte Dungeon von Baar, eventuell. Hört ihr den Speicherkristall schon? Also schauen wir uns hier drinnen mal um, würde ich sagen. Ach ja, wie wäre es mit Tag des Schutzes? So, jetzt gucken wir mal. Da! Messdiener von Baar. Hoppla. Es ist mit Sicherheit nicht alles, was es hier drin gibt. Moment, was ist denn das für ein Schrott? Ja, sorry, aber das nehme ich gar nicht mit. Das kann ich jeweils für ein Gold verkaufen. Das ist ja mein Inventar in 2 Sekunden gleich voll. Oh, hallo. Hey. Aber diese Viecher. Das sind bestimmt nicht alle Gegner, die es hier drin gibt. Also ich glaube nicht. Hallo. Ich glaube nicht, dass in einem Dungeon wie diesem nur solche Gammeltypen rumlaufen. Ich höre den Speicherkristall schon. Was ist denn das? Was? Zylinder? Hier ist nichts wie weg. Was? Moment mal. Ist das ein Teleporter? Nichts wie weg. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Nichts wie weg. Was? Freehaven? Abwasser? Wie zum Teufel bin ich denn hier hingekommen?
Was zum verfluchten Teufel ist denn jetzt gerade passiert? Hallo Bürgerin, verzeih mir übrigens nochmal. Was zum Teufel nochmal? Ich glaub's ja nicht. Okay, die Abwasserkanäle habe ich schon erkundet. Interessant. Ey, Leute, ich kann euch eins sagen. Ich freue mich so auf Might and Magic 7. Ich kann es gar nicht erwarten, mit dem nächsten Teil anzufangen. Ich sag's euch. Dieses Spiel ist der Wahnsinn. Oh Gott. Das wird ein Riesendungeon. Das wird ein verfluchter Riesendungeon. Okay, suchen wir mal Gang für Gang ab. Wisst ihr was? Jetzt springe ich einfach runter. Gehen wir einfach mal da rein. Hallo, Teufel! Ja, die Gegner sind schon mal ein bisschen interessanter. Hallo, Teufel! Kriegsteufel. Ja, die sind schon gleich ein bisschen schwieriger. Ich dachte mir schon, das ist nicht. Im hohen Tempel von Baal laufen mit Sicherheit noch schwierigere Gegner rum. Na komm. Ja komm, geh einfach sterben. Ja. Hallo, Kriegsteufel. Oh oh. Was ist denn das hier? Ah, da geht eine. Hä, wieso sollte ich wollen, dass eine Brücke zurückgeht? Kommt der mal um die Ecke hier? Feuermonster. Wieso kommt denn der hier nicht rum? Wieso sollte ich wollen, dass eine Brücke weg ist? Okay, ich muss mich jetzt erstmal hier umgucken. Unten ist wahrscheinlich mein Tod, oder? Ja, unten ist mein Tod. Obwohl die Ewigkeit nun vor dir liegt, ist dein Werk im Land der Lebenden noch nicht getan. Kehre um, tapferer Kämpfer. Und ich bin sicher, wir werden uns wiedersehen. Er hat nicht gelogen. Okay. Der Tod hat nicht gelogen. Wir haben uns schon so oft wiedergesehen. Hä, aber ganz ehrlich, wieso sollte ich wollen, dass die Brücke weg ist. Ich meine, mir ist es ziemlich egal. Weil ich kann einfach rüberspringen. Wisst ihr was, das mache ich jetzt sogar, glaube ich auch. Jetzt konnte ich mich nicht bewegen. Du sollst springen und dann dich bewegen. So. Ah, hier bin ich anscheinend in Gängen drinnen, wo es überall Loot gibt. Seht ihr es auf der Karte? Da sind überall so kleine Seitengänge. Und da liegt überall irgendein Zeug drin. Zum Beispiel eine Panzerrüstung, die Melody eventuell. Plus alle, auf alle Attribute so ein Scheiß. Ja, die sind noch relativ eklig. Also die Kriegsteufel sind relativ stark. Ja, ein paar Gegner haue ich jetzt hier mal weg. Also in dem Mittelgang sehe ich schon, da wird noch ein richtig großer Dungeon auf mich warten. Ist mittlerweile irgendwas kaputt gegangen? Nee. Du kannst eigentlich mal, zack. Ja, kommt nur um die Ecke. Lasst mich vorbei! Ich weiß noch, als ich euch im obersten Tempel von Baal oder im Tempel von Baal in Burg Ironfist gesehen habe. Liebe Priester. Damals wart ihr noch richtig hart, aber jetzt. Ich könnte mal ein paar Zauber benutzen, aber nee. Komm, da prügeln wir jetzt einfach mal ran. Und wie angenehm das mal ist,
gegen Gegner zu kämpfen, die einen nicht alle zwei Sekunden irrsinnig machen oder sonst irgendwelche Statusveränderungen. Ach, ist das angenehm. Oh, Moment mal, mittlerweile sind hier ganz schön viele Viecher. Ich könnte einfach rauslaufen und schnell bis zum nächsten Raum laufen, eventuell. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal kurz. So, hier liegt auch was. Träger ist resistent gegen Irrsinn. Nicht übel. Träger ist resistent gegen Irrsinn. 3500 Gold. Ja, einige von den Viechern kann ich hier mal wegmachen. Es ist natürlich nur die Frage, was spiele ich als nächstes? Spiele ich als nächstes Might and Magic 7? Oder spiele ich das 6er nochmal durch? Ich denke, ich werde vielleicht erstmal das 7er probieren. Mein Gott, sind das viele. Hoppla. Hoppla. Ja, ich glaube, er sagt dieses Hoppla hin und wieder. Weil er mit seinem Bogen dieses Explodieren macht. Das da. Das ist ja sein Artefakt Percival. Schnelligkeit und Blutbad. Blutbad wird wahrscheinlich dieser Effekt sein. Plus 5 Geschwindigkeit und Geschick. Was für ein Schrott. Ja, liebe Feuermonster. Hallo, liebe Feuermonster. Hoppla. Wie wär's mal ein bisschen mit Eis, oder? Eis würde sich doch anbieten. 38 Punkte. Ja, ich werd die nicht angreifen können, oder? Im Nahkampf. Doch, da gehen sie weg. Ja, obwohl ich müsste sie ja nicht töten. Ich könnte ja theoretisch einfach an dem Raum vorbeilaufen. Oh. Ein Tempelgong. Gegenstand, was ein Hammer. Feuerwesen. Hier war doch noch irgendein. Ja, hier sind noch mehr. Ja, euch habe ich das erste Mal in einem der Anfangs-Dungeons gesehen. Und die Viecher verfolgen mich immer noch. Was, du bist unwürdig? Was, wieso bin ich unwürdig? Das könnte verschiedene Gründe haben. Zum einen ist eventuell mein Ruf zu gut. Zum anderen könnte es sein... Wisst ihr, was ich mache? Ich werde mir meinen Ruf jetzt mal kurz senken. Ich muss nur mal kurz was testen. Ich werde mir jetzt mal schnell meinen Ruf senken. Wie wär's, wenn ich alles und jeden in Whitecap töte? Nee, nicht in Whitecap, oder? Soll ich in Whitecap alle töten? Ja, komm, lass uns in Whitecap alle töten, oder? Tot. Soll ich alle in Whitecap töten? Ja, komm, ich töte die. Ich speichere nicht ab. Ich will nur mal schnell was testen. Tja, dumm gelaufen. Jetzt habe ich wieder minus 3000. Eventuell war das... Da landen sie alle. Eventuell war das, was ich... War das, was ich hätte machen müssen, um... an diesem Altar... weiterzukommen. Das probiere ich jetzt mal kurz. Ich laufe mal schnell kurz zu dem Altar zurück und schau mal, ob das mit dem Ruf was zu tun hat. Weil falls ja, weiß ich jetzt Bescheid. Es gibt noch was anderes, was mir einfällt. Du bist immer noch unwürdig. Das bedeutet, ich glaube, das liegt an was anderem. Es gibt nämlich noch in Kriegsspire, das muss ich jetzt einfach mal testen. Es gibt in Kriegsspire
den Hohen Tempel von Ba. Und im Hohen Tempel von Ba gab es ein Gesicht. Wenn ich dieses Gesicht anklicke, dann heißt es. Ich kann nichts machen. Repariert. Nee, das heißt es nicht. Dann heißt es. Aha. So ein Schrott. Dann heißt es, dass ich jetzt das Wort von Ba in die Menge hinaustragen soll. War denn der große Raum? Hier geradeaus und jetzt rechts. Ich zeige euch gleich, welches Gesicht ich meine. Oder vielleicht liegt es nämlich daran. Wenn es daran auch nicht liegt, dann weiß ich es nicht. Dieses Gesicht da hinten. Denn wenn ich das anklicke, heißt es. Oh, tausend heilig? Geht hin und lehret das Wort von Bar. Jetzt bin ich nur noch auf 24 Durchschnitt. Und eventuell hat das was damit zu tun. Ich gehe erst nochmal kurz nach Kriegsbeil zurück. Ich kann wahrscheinlich das Ding hier nochmal benutzen. Jetzt würde ich am liebsten gern Solasar geben. So. Und jetzt per Leuchtfeuer zurück in den Hohen Tempel. Das sind die beiden, die mir. Moment mal, es könnte auch theoretisch an dem Umhang von Bar liegen. Ah, Moment mal, den will ich aber jetzt erstmal nicht anziehen, weil ich jetzt erstmal testen will, ob es jetzt an dem Kopf lag, dass ich den geklickt habe, gehet hin und lehret das Wort von Bar. Oder ob es am Umhang liegt. Oder es funktioniert beides nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Dann habe ich es probiert, aber ich bin nicht auf die Lösung gekommen. Okay, es liegt also auch nicht an diesem Ding. Ich bin immer noch unwürdig, dann weiß ich es nicht. Vielleicht gibt es auch gar keine Möglichkeit, hier eine andere Reaktion aus diesem Ding daraus zu kriegen. Ja, diese Dinger werde ich irgendwann mal alle wegschmeißen, weil die waren teilweise für Quests, die ich lange schon erledigt habe. Ah, das passt schon. So habe ich ein bisschen Erinnerungen an früher. Also das ist schon in Ordnung. So, jetzt habe ich den Platz perfekt genutzt. Okay, dann weiß ich es nicht. Dann habe ich wirklich keine Ahnung, woran das liegt. Habe mein Bestes getan. Hallo Leute! Oh, Moment mal. Könnt ihr einige mal bitte um die Ecke rumkommen? Ja, so. Genau, dann mache ich die hier mal um die Ecke weg. Bitte noch einmal Heldentum. Ah, und jetzt können wir sie weghauen. Ja, jetzt bin ich echt am Überlegen, wenn ich Might and Magic 6 nochmal mache, bevor ich Might and Magic 7 mache. Dann muss ich nochmal überlegen, wie ich das mit der Gruppe hinkriege. Weil dieses Mal kenne ich die ganzen Skills. Und diesmal würde ich einiges anders machen. Also diese ganzen Schrott-Skills würde ich wohl meinem Krieger geben. Diese, also Schrott-Skills wie erkennen, reparieren und so. Weil der ab einem bestimmten Punkt. Bin immer noch unwürdig. Weil der ab einem bestimmten Punkt einfach nichts anderes zu tun hat. Mir haben die Leute gesagt, ich könnte noch. Genau, ich habe ja auch Axt auf Meister trainiert. Ich bin jetzt Schwert, Axt und Bogenmeister. Und die Leute haben mir gesagt, ja, bring halt Axt auch noch nach oben, dann könntest du in der Nebenhand auch noch eine Axt tragen. Aber wenn, ich habe noch keine ordentliche Axt. Wenn ich eine finde, könnte ich die ihm geben. Gehen wir mal hier weiter. Ansonsten hätte der theoretisch ein paar Punkte übrig, sozusagen. Wow. Hallo, Leute. Ja, tut mir leid, aber ihr werdet es nicht allzu lange machen. Okay. Hoppla. Hoppla. Ja. Da gehe ich erstmal nicht runter, sondern das führt, glaube ich, zurück in diesen großen Raum. Ich werde erstmal hier hochgehen.
Und mich dann mal in der Richtung oder so umgucken. Wisst ihr was? Ich glaube, der Tempel dauert relativ lange. Hier könnten wir mal Schluss machen. Für mich waren es fast schon 2 Episoden, aber ist ja auch egal. Ja, nochmal, tut mir leid, dass das am Anfang... Ich habe einfach nicht auf Aufnahme gedrückt. Aber wir gucken uns jetzt mal im hohen oder höchsten Tempel von Bar um. Schauen mal, was es hier so gibt. Ich denke mal, dass ich hauptsächlich wegen dem Speicherkristall hier bin. Und ich brauche dann den aus Burg Darkmoor auch noch. Und dann kann ich das Orakel aktivieren. Und dann gucken wir mal, was passiert. Erstmal schauen wir uns hier um und dann sehen wir weiter. Und dann sehen wir auch, was ich mache wegen Might and Magic 6 oder 7. Ich weiß es noch. Hier mache ich erstmal Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.